Ein Selbstporträt allein kann in der sekündlich anwachsenden Bilderflut kaum noch irgendjemand vom Hocker hauen. Doch ist die tägliche Zurschaustellung der eigenen Person nun eine Form besonderen Selbstbewusstseins? Man könnte es auch umgekehrt sehen. Mit zunehmender Selbstdarstellung, die durchaus etwas von einem kollektiven Narzissmus hat, scheint der Einzelne immer mehr zu verschwinden, hinter seinem eigenen Abbild. Um zu begreifen, wie radikal die Darstellung der eigenen Person einst gewesen ist, muss man weit zurückgehen. Neu ist der Wunsch, sich selbst in einer Skulptur oder einer Malerei zu verewigen, in jedem Fall nicht. Auch in der Antike, im alten Rom oder in Ägypten finden sich Hinweise auf entsprechende Selbstabbildungen. Als vermutlich erstes Selbstbildnis in seiner heutigen Form gilt ein Bild des niederländischen Ausnahmemalers Jan van Eyck. 1433 entstand sein Selbstporträt mit rotem Turban. Van Eyck nennt dies schlicht Porträt eines Mannes. Ein leidenschaftlicher Anhänger des Selbstporträts war der Nürnberger Albrecht Dürer. Mal setzte er sich im Profil in Szene, dann wieder schaut er den Betrachter direkt an. Im Laufe der Kunstgeschichte wurde die Darstellung des Künstlers im eigenen Bild immer wieder variiert. Viele Maler nutzten beispielsweise Spiegel oder die Rundung eines Glases, um einen Hinweis auf ihre Autorenschaft zu geben. Und in der italienischen Renaissance war die Selbstdarstellung derart verpönt, dass sich mutige Maler allenfalls in eine Menge von Menschen ins Bild einbrachten. Mit der Entwicklung des bürgerlichen Individuums und dem Aufbrechen von Konventionen wuchs dann auch das Selbstbewusstsein, was sich bald auch künstlerisch widerspiegelte. Als Meisterwerk gilt ein Gemälde von Gustave Courbet, in dem er sich selbst inmitten seines Ateliers porträtiert. Sehr früh machte sich die britische Fotografin Julia Margaret Cameron einen Namen mit ihren träumerisch wirkenden Selbstporträts. Vincent van Gogh fertigte gleich mehrere Dutzend Selbstdarstellungen an. Max Beckmann, Egon Schiele und viele weitere eiferten ihm nach. Die eingefangene Stimmung reichte von süffisant bis tief verzweifelt. Einige Jahrzehnte später machte schließlich Pop-Art-Künstler Andy Warhol die Welt, die Kunst und sich selbst zur permanenten Werbefläche. Sein Konterfei in Siebdruck kennt wohl noch der größte Kunstbanause. Und auch in einem anderen Punkt gilt Warhol als äußerst vorausschauender Zeitgenosse. Sein berühmtes Zitat von den 15 Minutes of Fame hat sich in Zeiten des digitalen Selfies fast schon überbewahrheitet. Künstler aus der aktuellen Ich-Ausstellung setzen der Flut an Bildern Positionen gegen, die im besten Falle irritieren oder amüsieren und die den Lauf der ständigen Selbstvergewisserung so zumindest für einen winzigen Moment außer Kraft setzen können. Erwin Wurm reiht eine Armada an Essiggurken als Porträt seiner selbst auf. Thorsten Brinkmann versteckt sich in einem Pappkarton, womit beide genau das vermeiden. Ein Selbstporträt im eigentlichen Sinne. Ihre Gesichter, ihre Identität spielen im Bild selbst vermeintlich gar keine Rolle mehr.